Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es geschafft. Am 8. Oktober haben die Wählerinnen und Wähler, uns Freien Wähler, mit deutlichem Stimmenzuwachs erstmals zur zweitstärksten Kraft im Bayerischen Landtag gemacht. Satte 15,8%, also 4 Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2018, sind eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit. Das Ergebnis beweist, die Menschen befürworten unsere Politik der Vernunft und der Verlässlichkeit. Für den enormen Zuspruch und das Vertrauen, das uns die Menschen damit ausgesprochen haben, bedanke ich mich namens der gesamten Fraktion ganz herzlich. Mit 37 Abgeordneten können wir jetzt noch schlagkräftiger, effizienter und ergebnisorientierter arbeiten und uns kraftvoll den großen Aufgaben und Herausforderungen stellen, die vor uns liegen. Und noch mehr als in der letzten Legislaturperiode steht unsere Fraktion für gesellschaftliche Vielfalt. Und doch sind wir über unsere Grundwerte, Zusammenhalt, Sachorientiertheit und Freiheit eng miteinander verbunden. Ich freue mich außerordentlich, Vorsitzender dieser starken neuen Fraktion zu sein. Gemeinsam mit unserem alten und neuen Koalitionspartner werden wir eine echte Fortschrittskoalition bilden und Bayern fit für die Zukunft machen. Als Freie Wähler ist es uns gelungen, richtungsweisende Schlüsselministerium zu besetzen, um weiterhin für beste Bildung, besten Klimaschutz und beste wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Mit unserem vierten Ministerium, dem Digitalministerium, können wir jetzt auch bei der digitalen Transformation kräftig aufs Gas treten. Als Freie Wählerfraktion freuen wir uns sehr, weiterhin in Regierungsverantwortung für die bayerischen Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu dürfen. Denn gemeinsam können wir viel für unseren wunderbaren Freistaat erreichen. Packen wir es an!